Willkommen zurück zu Let's Play Planet 2. Wir sind zurück im Einsatz, nachdem die letzte Folge ein bisschen abrupt geendet hat. Aber ich meine, ich hätte auch gesagt, dass ich so ein bisschen unter Zeitdruck stand und dann musste ich halt plötzlich weg. Aber dafür machen wir jetzt wieder mit viel Geduld weiter. Sehen erstmal einen Terminal, den wir zerstören möchten. Das ist nicht gut, wenn die zu dritt da landen. Wir sichern mal die Gegend hier. Den hat er bekommen, aber den habe ich auch schon gut vorgearbeitet. So, das war der Gebüschkriecher. Also ich habe das Gefühl, dass da noch mehr runterfallen werden. Da ist auch schon der nächste. Max-Einheit. Ist ein bisschen uncool, da ich meinen Raketenwerfer nicht geladen habe. Wollen wir mal gucken. Max-Einheit ist da hinten am Abdaddeln. Hat noch ein paar Kugeln mitbekommen, aber wir wollen halt hier den Spawn so ein bisschen bewachen. Das Jump Pad. Weil hier kommen halt viele Gefahren auf uns zu. Da ist er erstmal wieder weg. Wupp. Ja, wäre ich mal kein Heavy, dann wäre es schon Ende. Wie sie halt ihre Kugeln rausspammen schon. Ich höre die Max-Einheit hier irgendwo. Ich weiß aber nicht wo. Also wir haben hier mehrere Leute, die landen. Und ich würde sehr gerne hier flankieren. Ja, nur da macht man nichts, wenn die Max dann halt noch da steht. Also, wir werden hier ziemlich stark angegriffen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir gehen dann mit dem Heavy rein und können immer mal ein paar töten. Wir gehen mit dem Sunny rein, töten gar keinen oder holen uns eine Max-Einheit und töten alles. Die Max-Einheit-Variante finde ich persönlich am langweiligsten. Deswegen halte ich mich an den Heavy. Und wir gucken mal, wie es hier weitergeht. Wahrscheinlich kriechen die noch hier rum. Nein, finde ich gut. Dann gucken wir mal, ob die Leute sich hier runter trauen. Müssen sie ja eigentlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass da oben ein Lightning ist, aber der wird vom Prowler wahrscheinlich eliminiert. Ich glaube, ich könnte einen Heal gebrauchen. Wir haben hier keinen Sunny, ich weiß, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja so schön. Unser Heavy Shield ist bald wieder geladen, ist auch schon mal was. Da kommt ein Reaver. Ich glaube, der ist jetzt gleich down. Na, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. So, wenn wir hier hochspringen, sind wir wahrscheinlich erstmal tot. Nee, die Gegner sind nicht so hart am Zukämpfen in Spawn. Da kann man tatsächlich was schaffen. Gerade mal die Mine getötet, weil da läuft eh einer von uns rein, wie ich unser Team kenne. Oh, das ist perfekt. Das ist perfekt. Danke, Tommy. So. Hier scheint jemand gewesen zu sein, aber der ist down. Ah, ich glaube, unser Sunny kriegt das hin. Ja. Der heilt uns und dann müssen wir wahrscheinlich sofort ihn retten. Ja, wie wär's, wenn du nah genug rangehst? Was für eine Pfeife. Aber er hat's geschafft. Und haut ab. Tommy, du bist eine unglaublich große Pussy. Nur damit das mal gesagt ist. Na gut, wir gehen nochmal los. Wir haben gerade echt gar keinen bekommen, oder? Kann das sein? Wir haben da oben die derbsten Hitmarker gegeben, aber niemanden bekommen. So, einmal rein. So, das war auf jeden Fall der andere Heavy schon mal. Stand halt noch einer hinter, aber halb so wild. So, wollen wir erneut spawnen? Ja, wollen wir. Dem Pfandfragens. So, ab nochmal hoch. Hoffen, dass da nicht wieder direkt alles zugekämmt ist. Noch besser wäre es natürlich, wenn die jetzt hier mal runterspringen im Ausgleich. Ah, nicht getroffen. Knapp daneben. Ist auch vorbei. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich weiß nicht, warum ich da runtergefallen bin. Andere Sache, ich weiß nicht, warum ich überlebt habe. Na.
Von wegen überlebt. Nee, ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nicht, wieso ich einmal auf einmal mit so einem Schwung da runtergefallen bin und ich weiß nicht, wieso ich das überlebt habe. Also normal war das nicht. Es hat sich angefühlt, als wäre ich durch Leck da runtergezogen worden. Das würde auch erklären, weswegen ich keinen Schaden bekommen habe, aber ich habe keine Ahnung. Ich spring nochmal hoch. Ich habe mich eigentlich umdrehen wollen, um da drauf zu gehen, weil... Genau, der Geschützturm. Ich habe einen Geschützturm gehört und der war eben hier, definitiv vom Sound her. What? Ach, da war noch einer. Meine Waffe war so gehalten, dass ich den anderen nicht gesehen habe. Ah ja, ist uncool, weil wir haben da ziemlich viele Gegner. Und wir sind der Einzige, der da ab und zu mal hochspringt. Das Einzige, was wir jetzt wieder machen können, ist hier die Leute abfangen, wenn sie die Plattform runterspringen. So zum Beispiel. Aber das Problem ist, solange die neben der Plattform immer ankommen, können die halt auch direkt wieder hochjumpen. Ja, müssen wir gucken, was wir draus machen. Da werden auf jeden Fall noch ein paar wieder runterkommen. Wir springen mal hoch. Und ab dafür. Keine gute Idee. Oh, der ist schon tot. Okay. Na dann. Ich versuche es auch nochmal mit meinem schönen Raketenwerfer. Ja, ich habe, glaube ich, keinen Damage gemacht mit der Rakete. Ja, wir kommen hier nicht vorwärts. Wir müssen durch den Teleporter. Über die Plattform haben wir keine Chance, irgendwie vorwärts zu kommen. Über den Teleporter sind wir schon mal in einem sicheren Raum und können da ein bisschen rausschießen zumindest. Und ein bisschen uns vorwärts tasten, aber da auf der Plattform keine Chance. So, das war das Spitfire-Geschütz. Kannst du Platz machen, Kollege? Kannst du dich mal wegmachen, Kollege? Das war keine Max-Einheit. So, das war der. Ja, sorry, aber wenn du da die ganze Zeit am Fensterrand rumhampelst, nur um da hochzukommen, kann ich da auch nichts für. Theoretisch hätte ich vielleicht sogar zwei Leute töten können und er hat es mir vermiest. So, das war der Kollege wieder. Der ist nicht sehr wachsam. Den kriege ich aber auch so. Ach ja, ich liebe Heavys. Ist schon doof, wenn man ihn nicht geheilt kriegt, echt. Mein Gott, ey. Kann doch nicht so schwer sein. Habt ihr dieses Trauerspiel gerade beobachtet? Ja, wir gucken mal. Sieht hier echt sauber aus gerade. Ich habe auch ein Heavy hier, Kollege. Ist kein guter Kampf. Wenn du schon weißt, dass du Kugeln kassiert hast und dann nochmal tryhard drauf gehst. Ja, na, na. Wir müssen unser Schild jetzt mal aufladen. Vorher lohnt sich das nicht. Boah, das war Glück. So, der ist down. Wird leider nicht geheilt. Sonst könnte ich ihn direkt wieder wegfarmen. So, unser Schild ist voll. Unser Heavy Shield allerdings nicht. Darauf würde ich gern warten. Allerdings komme ich dann nie wieder zum Kampf. Haben wir hier irgendwas? Nee. Der kommt hier vorwärts. Dann gehen wir doch mal hinterher. Der hat nicht mehr so viel Energie, aber ich vertraue dem. Das war wieder sie das... Nee, das war nicht Dor, aber den haben wir auf jeden Fall zwei Header gegeben. Das war aber nicht genug. Aber ihr merkt, hier können wir an der Stelle definitiv mehr machen als eben. Eben war einfach nur scheiße. Nehmen wir uns doch nochmal einen Heavy
und wollen direkt wieder in unser Hoheitsgebiet zurück. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Rüstung mit dem Heavy ausgewählt habe. Munitionstasche, das ist natürlich sehr praktisch. Vor allem, weil ich so oft den Raketenwerfer benutze. Ich meine, ich habe hier nie Raketen deswegen. Was war das denn? Sah das stumpf aus, ey. Der ist down. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ich weiß, dass ich jetzt ganz schnell auf den Sani warte. Sag mal, bist du denn behindert? Meine Fresse! Ich meine, es kann doch nicht sein. Ihr seht mich die Treppe runterlaufen. Versteht ihr, was ich meine? Echt, im Ernst. Nein, im Ernst. Auch wenn ich jetzt welche von euch fertig mache dafür. Aber ich hasse jeden, der mit Level 3, 4, 5 die ganze Zeit mit dem Raketenwerfer rumläuft, weil er sonst nichts trifft. Im Ernst. Boah, fuckt mich das ab. Ihr glaubt es nicht, wie nervig das ist, diese ganzen Nahkampfspinner mit ihren Raketenwerfern zu treffen, weil sie ansonsten nichts treffen würden. Das Ding ist, ich hätte das ja wahrscheinlich überlebt. Er hat mich nicht point blank getroffen, aber ich war fast tot.